Als nächstes am Wort Christoph Hagen vom Team Stronach. Außenminister, hoher Nationalrat. Ja, Punkt 6, ein Antrag der Regierenden zum Herrn Außenminister etwas mit auf den Weg zu geben, dass er sich in der EU einsetzen möge. Herr Außenminister, vielleicht hört er mir auch zu, dass er sich in der EU einsetzen möge, hier die Entwicklungsgelder entsprechend einzusetzen, und zwar nicht für irgendeine Regierung, sondern nur für humanitäre Zwecke. Das ist meiner Ansicht nach so in Ordnung. Wir vom Team Stronach, wir sind ja sowieso der Meinung, dass die Konfliktherde vor Ort gelöst werden müssen, dass wir dort die Maßnahmen setzen müssen, damit nicht die Völkerwanderung, wie wir sie jetzt teilweise erleben, dann einsetzt. Also es ist wichtig, vor Ort zu helfen, aber richtig zu helfen, nicht nur die Gelder hinzuschicken, damit diese in korrupten Systemen verschwinden, sondern dass wir direkt der Bevölkerung vor Ort helfen, damit diese dort eine Chance hat zu überleben und nicht flüchten muss. Der Tagesordnungspunkt 7, der Antrag der Grünen, ja, auch da werden wir da zustimmen. Der hat seine Berechtigung, und die sexuelle Gewalt in Kriegsherden ist mittlerweile ein Mittel für die Kriegsführung, und das ist eines der schlimmsten Mittel der Kriegsführung, und deswegen muss hier absolut dagegen vorgegangen werden. Auch dieser Antrag hat seine Berechtigung. Ich weiß jetzt natürlich schon, dass es auf diplomatischer Ebene nicht so leicht ist, solche Sachen dadurch zu verhindern, aber man muss alle Mittel, die man ergreifen kann, ergreifen, um diese furchtbaren Zustände und schweren Verbrechen zu verhindern. Und wenn nur ein Fall dadurch verhindert wird, dann ist es schon positiv. Wir stimmen auch diesem, und wir sind auch auf diesem Entschließungsantrag, der dann darunter noch abgestimmt wird, dabei, weil der in die ähnliche Richtung, in die gleiche Richtung geht. Natürlich auch das wird von uns befürwortet, und der Entschließungsantrag der Kollegin Suschil vorhin mit diesen Entwicklungsgeldern, dass man diese nicht einfriert, die jetzt da für humanitäre Zwecke eingeführt werden, dem wir auch zustimmen. Der hat auch seine Berechtigungen. Also viermal Zustimmung vom Team Stronach für vernünftige Lösungen. Konflikte müssten vor Ort gelöst werden, argumentiert Christoph Hagen vom Team Stronach. Das alleinige Entsenden von Entwicklungsgeldern sei allerdings nicht ausreichend.